Und einen wunderschönen guten Morgen und damit auch mal wieder recht herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Tutorial. Heute wieder ein modernes Haus und ja, mit einem Haus, womit ich angefangen habe, oder so zumindest die Stilrichtung, nämlich einem Holzhaus oder fast komplett Holzhaus. Diesmal halt nicht ganz komplett, so. Ach, ihr werdet sehen. Es ist auf jeden Fall nach einer echten Vorlage basiert, deswegen habe ich hier um mein Handy stehen, habe ich ein paar Fotos und so und ich werde das versuchen nachzubauen. Also es ist nicht meine eigene Kreativität, aber ich werde so versuchen, das so gut wie möglich in Minecraft zu implementieren. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Wir brauchen auf jeden Fall, hier rechts wird unsere Garage hinkommen, da vorne wird unser Haupthaus hinkommen und das wird sich nach hinten durchziehen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mit der Garage an und die möchte ich gerne, also kurz zur Erklärung, bevor es wieder Leute gibt, die sich aufregen, ich benutze das Flows HD Texture Pack und als Shader benutze ich den BSL Standard Version 5 Shader, genau. Und dann benutzen wir unser Spruce Wood und ziehen das hier 6 Blöcke. Machen wir 7 Blöcke durch. 4, 5, 6, 7. Oh ja, das wird ganz schön groß. Puh. Okay, dann pass auf, machen wir hier einmal so. Dann können wir hier im Prinzip schon nach innen gehen. Okay, ja, pass auf, das kriegen wir hin. Ziehen wir das Ganze 1, 2, 3, 4. Machen wir 5 Blöcke hoch. Und machen wir hier oben noch eine Slab. Also 5,5 Blöcke hoch. Das Ganze nehme ich jetzt mit unserer World Edit Axt. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich weiß auch nicht warum. Markieren wir uns das Ganze. Geht natürlich auch ohne World Edit, dann baut ihr das einfach die ganze Zeit hin. Und gucken jetzt in die Richtung und machen Stack 6. Und dann sollte das Ganze in etwa so aussehen. Tada! Und meine Framerate ist nicht gerade die stabilste, aber ich kann es nicht ändern. Müsst ihr mitleben. So Leute, passt auf, passt auf, passt auf. Jetzt kommen wir nämlich zum Garagentor. Das hier wird unsere Garage werden. So, wir machen jetzt einmal den da. Und darunter kommt jetzt unser Garagentor. Oder, Quatsch, anders. Das hier kommt einmal so lang gezogen. Machen wir erstmal 5 Blöcke. 2, 3, 4, 5. Machen wir einmal so. Und jetzt ist das Problem. In dem Haus ist das aus demselben Holz, aber mit einer anderen Holzstruktur. Deswegen sieht das ziemlich geil aus. Ich werde mal versuchen, das auch irgendwie umzusetzen. Ich kann leider nicht versprechen, dass es klappt. Probieren das einfach mal so, indem wir das nach innen einsetzen und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Ja, das war einmal zu viel. Machen wir so. Und da kommt jetzt im Prinzip Glas rein und dann schauen wir mal, ob das gut aussieht. Ein kleiner Ruckler von Minecraft, Dankeschön. Ja, doch, man kann es akzeptieren. Ist in Ordnung, oder? Ja, so, pass auf. Dann, ach nee, feines Detail machen wir später, würde ich sagen. Okay, passt auf. Dann ziehen wir das Ganze hier wieder eins nach vorne raus. Einfach einmal so. Hier oben kommt dann wieder die Slab drauf. Sieht dann in etwa so aus. Hier machen wir jetzt ein bisschen breiteres Tor hin. Ich würde sagen 6 Blöcke. Oder vielleicht sogar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie sieht 7 aus? Oh, 7 sieht perfekt aus. Also machen wir das Ganze 7 Blöcke. Man hat ja viele Autos, also von daher kann man auch mal so ein großes Tor haben, ne? Wird schon irgendwie eine Erklärung dafür geben. Ist auf jeden Fall auf dem Foto so und deswegen bauen wir das auch so. Tada! Sieht dann in etwa so aus. Ja, es gefällt mir auf jeden Fall. Hm, das wird cool. Ich habe das schon voll im Blick. Das wird definitiv cool. Dann gehen wir mal hier ran. Machen einmal so und ziehen hier oben noch die Slabs durch. Markieren uns dann einmal die Slabs und stacken die 6 Blöcke in diese Richtung. Einmal slash, slash. Stack, oh, jetzt steht mein Handy natürlich davor. 6 Blöcke? Aha, es hat geklappt, Gott sei Dank. Vielleicht sollte ich mein Handy umstellen. In diese Ecke. Ah, es ist umgefallen. So, damit können wir jetzt arbeiten. Ja, das wird gut. Dann machen wir das Ganze hier 3 Blöcke breit. Oh Gott, wird das ein Riesenhaus. Ah, machen wir 2 Blöcke. Wir wollen es nicht ganz so groß haben. Dann das Ganze hier noch einmal 2 Blöcke. Hier kommt jetzt nämlich ein Fenster hin. In etwa, wie machen wir das denn? Okay, pass auf, wir ziehen das hier unten auch mit Holz durch. Tada, und dann haben wir das Problem gelöst. Dann einmal hier hochgesteckt bis hierhin und dann einmal bam, 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 bam. Und tada. Ah, wisst ihr was, wir machen es doch 3 Blöcke breit. Sieht ja sonst nicht aus. Einmal so, einmal so, einmal so und dann hier noch eine Glasscheibe hin. Einmal perfekt. Ja, Mann, das wird richtig geil. Sieht jetzt noch ein bisschen komisch aus, aber Leute, vertraut mir, das wird echt genial. Hoffe ich zumindest. Kann sein, dass es total scheiße wird, aber ich hoffe einfach mal, dass es gut wird. Ihr werdet es ja auf dem Thumbnail gesehen haben und wenn es euch da nicht gefallen hat, werdet ihr auch nicht auf das Video geklickt haben. Tada, schon haben wir eine Lösung. So, hier kommt jetzt ein Durchgang hin, also ziehen wir das Ganze hier noch einmal hoch. Bam, 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 bam. Slap drauf, nicht vergessen, ne?
Dann kommt hier in den Boden, machen wir so zwei Löcher rein. Einmal so. Dann kommen hier zwei Glasscheiben hin. Natürlich auch wieder vier Blöcke hoch. Da wisst ihr was, vielleicht... Nee. Wir lassen das so hoch. Sieht nämlich ganz gut aus, so wie das im Moment ist. Ja, gefällt mir. Bam, bam, bam. Jetzt hier einmal das drüber gezogen. Oder nee, wisst ihr was, wir machen das sogar ein bisschen flacher. Und das so ein bisschen cooler und fancy aussieht. Okay, Leute, Garage steht im Prinzip. Man kann hier dick fett reinfahren mit seinen Lamborghinis oder was auch immer man da als Auto hat. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Moment, ich muss hier gerade mal durch die Bilder gucken. Wie sieht das Ganze dann aus? Ah, okay, hier habe ich ein schönes Bild. Gut, tatsächlich ist es auf dem Bild so, dass wir hier oben schon mit Quarz bauen. Dann bauen wir doch schon mal hier oben mit Quarz. Genau. Dann gehen wir hier wieder ein paar Blöcke nach vorne mit unserem ganz normalen Sprucewood. Bam, 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 bam. Bis auf diese Höhe, wo hier der Quarz ist, ne? Relativ simpel, komm, einer geht noch. Wie sieht das aus? Oh, ja, sieht gut aus. Ich glaube, dann kann ich hier wieder auf das andere Bild gehen. Ja, wunderbar. Passt auf, Leute. Dann. Gehen wir einmal hier hin. Und hier werden gleich unsere Türen hinkommen. Deswegen da einmal 8. So. Türen lasse ich erstmal frei, weil zwecks wegen wir da gleich noch was machen werden und so. Werdet ihr gleich sehen, warum ich hier erstmal freigelassen habe. Aber auf jeden Fall, hier werden unsere Türen hinkommen. Das wollte ich doch eigentlich sagen. Mensch. So, machen wir doch hier mal so. Das ist jetzt gerade so ein bisschen Eigeninterpretation, aber ich hoffe, es wird ganz gut aussehen. Könnte, durchaus. Ne, dann müssen wir das aber auch so lassen. Sekunde. Wie wäre es denn damit? Und dann hier das weg. Wie sieht das aus? Es sieht passabel aus, sagen wir es mal so, oder? Ja, doch. Können wir lassen. Oder wir machen einfach Treppenstufen hin. Fertig, aus. Ende Gelände. So, fertig gelöst. Haha, war doch gar nicht so schwierig. Dann ziehen wir das Ganze hier einmal auch im Boden durch. Machen hier 1, 2, 3. Bam, bam. Machen hier einen Block frei. 1, 2, 3. Und dann kommt hier einmal unsere Ecke hin. Hier das ziehen wir hoch. Bam, bam, bam. Dann, meine Freunde. Packen wir hier jetzt erstmal überall Glas rein, denn hier kommen Fenster hin. Ja, sowas gibt es in so Häusern. Tatsache, ne? Bam, 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 bam. Dann einmal und. Dann gehen wir an dieser Seite, platzieren hier die Fenster dran und hier nochmal Fensterscheiben. Tada! Ja, es fängt langsam an, nach was auszusehen. Aber Leute, es wird noch definitiv geiler. Es wird definitiv geiler. So, ich muss hier gerade mal wieder durch meine Bilder durchwechseln. Ich will das nämlich so akkurat bauen, wie nur irgend möglich. Dann nehmen wir nämlich hier mal unsere Slabs und gehen bis... Bis wohin gehen wir denn? Sekunde. Gehen wir bis hierhin raus. Sieht dann in etwa so aus. Gehen hier einmal rum. Bam, 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 bam. Bis wir hier angekommen sind. Also auf dieser Höhe von diesem Block. Und ziehen das Ganze bis nach hierhin rum. Sieht dann in etwa so aus. Oh ja, das wird richtig genial. Ich sehe das schon vor mir. Das wird ein 1A-Haus, du. Huh. Okay, pass auf, Leute. Dann packen wir hier mal Oakwood Slabs hin, damit das Ganze schön eingerahmt ist, also von Fenstern her. Versteht sich natürlich. Dann machen wir das wie folgt. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Vielleicht wird es ja was. Ich würde das gerne so machen, dass ich hier so eine kleine Rille drin habe. Oh, das wäre echt Premium. Wie würde das Ganze denn aussehen? Lasst mal schauen. Ich zähle das hier nochmal kurz durch. Einmal kurz gucken, wie das dann aussieht. Hier einmal den Block weggehauen. Oh ja, das wird richtig genial. Ach du Schande, wird das genial. Oder? Will ich das so machen? Wir können das auch so machen, dass wir das hier weghauen. Nee. Wir lassen das da. Das ist cool. Das gefällt mir. So, pass auf. Dann hier einmal rumgezogen bis hierhin. Das wird hier gleich noch weitergezogen, also keine Angst. Lass ich erstmal offen hier so. Das will ich... Na, wieder hin platziert. Na gut, Johannes. So, einmal ganz kurz durch die Bilder gescrollt. Wie geht das da weiter? Okay, das zieht sich dann einfach hier so lang. Gut. Einfach nur schon mal angedeutet mit den Slabs. Hallo? Darf ich? Hä? Bin ich verwirrt? Yep, ich bin verwirrt. Nicht gut, wenn man verwirrt ist. Okay, pass auf, dann müssen wir das jetzt leider immer so machen, weil Minecraft das mir nicht anders erlaubt. Machen wir das doch mal, um die Hässlichkeit zu verdecken, machen wir doch einfach mal so hier in dieser Ecke. Gefällt mir das? Ja, das gefällt mir. Das wirkt ziemlich geil. Okay, Leute, dann relativ simpel.
Wir packen hier erstmal eine Reihe Holz hin. Warte, auf welcher Höhe sind wir denn? Sind wir auf ganzer Blockhöhe? Nein, sind wir nicht. Das ist ja noch besser. Ah, nee, eigentlich nicht. Das macht es ziemlich schwierig. Wir müssen diesen Balken hier doch nochmal abreißen. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Ich kann es nicht ändern. Ah, was ein Ärger. Das macht es natürlich schwierig hier. Ich habe das Gebäude auch noch nicht durchgebaut. Also von daher hier alles live, ne? So. Jetzt, meine Damen und Herren, machen wir das wie folgt. Wir packen hier genau diese Blöcke hin. Tada. Einmal so. Auf der anderen Seite dann genauso. Also hier hätte ich es eigentlich nicht abreißen müssen. Aber naja, egal. Kommt vor. Shit happens. Und dann packen wir hier die normalen Stufen hin. Tada. Sieht dann in etwa so aus. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Puh. Gerade nochmal gerettet. Dann packen wir hier. Warte, Sekunde. Packen wir hier ein Fenster hin. Einmal eins, zwei. Einmal das. Und dann nochmal eins, zwei. Oder ist das zu hoch? Ich weiß nicht. Wir können es noch eins höher machen, oder? Ja, eins höher geht noch. Machen wir hier einmal so. Und dann rahmen wir das hier einmal ein. Bam, bam, bam. Ziehen das hier oben lang. Bam, bam. Gehen hier hoch. Tada. Und was wir jetzt machen, ist relativ simpel. Wir füllen hier die ganze Fläche mit unserem Spruce Wood aus. Ich glaube, die ID ist 5.1. Ah, entsinne ich mich da recht? Komm, wir probieren es mal aus. Slash, slash, set 5.1. Aha. Oh ja, das. Seht ihr, was ich meine? Das Haus wird einfach genial. Guckt es euch an. Es wird richtig, richtig geil. Dann markieren wir uns hier diese Fläche bis zu diesem Punkt und machen einmal slash slash z, das S klein geschrieben, Quarz. Schreibt man den so? Ja, wunderbar. Sieht dann in etwa so aus. Oh ja, das wird echt nicht schlecht. Und dann, was wir machen können, ist im Prinzip, oh, das wäre natürlich auch mal eine Aktion. Oh ja, das finde ich. Oh, ich habe eine Idee, Leute. Wir packen hier so Stairs hin. Einmal bis hierhin. Und packen dann hier Slabs drauf. Sieht dann in etwa so aus. Haben wir halt nochmal so einen kleinen Vorsprung und so. Finde ich eigentlich ganz nice. Hätten wir vielleicht hier unten auch so machen können. Aber, naja, kommt vor. Obwohl, wisst ihr was, wir können das jetzt noch machen. Oh. Oh ja, das sieht wesentlich besser aus. Ja, gefällt mir definitiv besser. Leute, wir tauschen das hier mal ganz kurz aus. Sind sofort fertig, hoffe ich. Hier einmal die Eckstufe. Bla, 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 bla. Und dann können wir das hier auch so machen. Tada, und guck mal, wie perfekt das passt. Oh ja, das Haus gefällt mir. Man muss nämlich auch mal sagen, dass einem was gefällt. Kann man ja ruhig mal machen, oder? Was meint ihr? So, einmal, bam, bam. Na, komm. Dann markieren wir uns hier innen drin einmal die Slabs von hier bis hier und stacken die jetzt irgendwie mal 10 Blöcke in diese Richtung. Ja, machen wir erstmal 8. Sind wir mal vorsichtig. Hat sogar gepasst, glaube ich, oder? Stimmt das hier? Ja, 8 war richtig. Mensch. Okay. Dann lasst uns doch das hier auch mit Stufen machen. Sind wir einfach mal so frei. Überall hier Stufen hin. Es tut mir leid für die Leute, die jetzt schon die normalen Quarzblöcke hin platziert haben. Pech gehabt. So, hier hatte ich auch die Eckstufe. Ja, wunderbar. Dann hier einmal wieder die Slabs drüber. Komm, wir markieren uns das Ganze einfach mal kurz und stacken es. Vielleicht so 10 Blöcke diesmal. Könnte klappen. Sieht das gut aus? Oh, einmal mit der Maus gewackelt. Ah, 11 wären es gewesen. Schade. Komm, einmal kurz hier in die Richtung geguckt. Einmal 11. Tada! So, meine Damen und Herren, wir markieren uns diese Stelle, ersetzen das Ganze durch Quarz, da, tada, und es fängt an zu regnen. Na prima, das hat mir ja noch gefehlt. Weather clear. Der Regen sieht aber cool aus. Selbst da sieht das Haus noch cool aus, guckt es euch an. Heftig, oder? Ich finde das Haus einfach nur genial, vor allen Dingen, wenn das Inneneinrichtung hat und so, das wird so Premium aussehen. Das waren die falschen Stufen. Tut mir leid. Einmal so, und dann haben wir hier diesen Rahmen. Ja, es sieht auf jeden Fall echt schon nicht schlecht aus. Ich scroll mal hier gerade wieder durch meine Bilder. Gut, 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 gut. Kommen wir hier unten zu. Wir machen hier diesen Block, ersetzen wir einmal durch Cobblestone. Dann machen wir hier Wood hin, bis hier hin. Ziehen hier die Cobblestone-Wand durch, bis wir auf der anderen Seite... Oh, das ist ja schon da.
Warte, ich muss mir mal kurz die Baupläne angucken. Sekunde. Gebt mir mal eine Sekunde. Okay, wir machen das jetzt wie folgt. Wir haben hier 3 Blöcke, 4 Blöcke, 5 Blöcke, 6 Blöcke. Machen wir 7 Blöcke, oder? 7 Blöcke sieht das gut aus? Ja, 7 Blöcke sieht okay aus halt, ne? Wir haben da tatsächlich sogar auch noch eine Tür. Ne, irgendwie deute ich die Skizze von dem Haus hier gerade falsch. Ah, Verwirrung! Obwohl, nee, eigentlich müsste das so richtig sein, oder? Aber wo ist denn hier die Tür? Oder ist das ein Fenster? Sekunde. Irgendwie ist das ein anderer Bauplan. Egal, wir machen hier 7 Blöcke hin, fertig. Fertig ist die Geschichte. So, Leute, pass auf, hier dann einmal ganz kurz ein paar Fensterchen rein, ne? Kein großes Ding. Dann hier halt nochmal überall Cobblestone. Ich baue sogar gerade mit dem Cobblestone Monster Egg, oder? Ja, egal, YOLO. Komfort. Sieht dann in etwa so aus. Ja, finde ich auch ganz cool, den Übergang hier von der Ecke. Gefällt mir. Eigentlich ist das hier noch so mit Halbblöcken und so, aber das haben wir ja leider nicht in Minecraft. Funktioniert ja nicht. Ja, doch, das gefällt mir. Wird definitiv cool. Hier unten, das ist auch so ausgehöhlt und so. Ja, Mann. Was für ein Haus, du. Würde ich drin wohnen wollen. Sagen wir es mal so. Gut. Dann hier haben wir jetzt 4 Blöcke oder 5 Blöcke. Mhm. Dann würde ich sagen, wird es Zeit, dass wir hier anfangen mit 2 Fenstern. 1, 2, 3. 3 könnte ganz gut aussehen. Ja, durchaus. Ist sowas, wir machen das hier hin. Und genau. Oder? Ja. Ich bin kurzfristig verwirrt gewesen. So, dann packen wir hier Holz hinter. Erstmal 4 Blöcke, ne? Damit auch mir jeder folgen kann und es nicht wieder gemärmelt in den Kommentaren gibt. Was hast du da gemacht? Und dann machen wir einmal so. Und dann ziehen wir hier die Slabs durch. Tada! Yay. Hier unten wird das relativ simpel, denn wir müssen das im Prinzip nur kopieren. Und zwar jetzt 6 Blöcke in diese Richtung. Und den Stack-Befehl. Ah, da haben wir einen. 6 Blöcke in diese Richtung. Sieht dann in etwa so aus. Passt perfekt damit überein. Und das gefällt mir. Ja, definitiv. Vielleicht können wir das hier sogar noch eins tiefer setzen. Und das hier aus anderen Holzblöcken machen. Wie sieht das Ganze dann aus? Ah, sogar noch eine Ecke besser. Sogar noch eine Ecke besser. Da wisst ihr was? Wir machen das wie folgt. Haha, ich habe die Idee. Machen hier auch noch Glas. Bam. Sieht dann in etwa so aus. Ja, doch, das gefällt mir. Das wird cool. Dash wird definitiv ein cooles Haus. So, meine Freunde, hier haben wir dann irgendwie so einen kleinen Schornstein. Ich weiß noch nicht ehrlich gesagt, wie ich den bauen soll, aber wir kriegen das bestimmt auch irgendwie hin. Vielleicht machen wir das mit Walls oder so. Wie sehen denn die Mozzie Walls aus in dem Texture Pack? Ja, es geht eigentlich. Eigentlich geht das. Ah, connecten die sich? Damn, die connecten sich. Connecten die sich an Slabs? Das wäre jetzt interessant rauszufinden. Verdammt, die connecten sich auch an Slabs. Scheiße da. Egal, wir bauen das einfach hoch. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ja, geht so, ne? Hätte ich mir dezent geiler vorgestellt, aber was willst du machen? Ja, und sie sind halt auch ein bisschen dunkler als das. Müssen wir mitleben. Müssen wir mitleben. Hierhin machen wir das jetzt tatsächlich noch eins weiter. Also einmal kurz den Cobblestone rausgeholt. Bam, 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 bam. Dann hier wieder diese Geschichte. Haben wir hier noch ein anderes Bild von dieser Ecke? Lasst mich mal kurz durchgucken. Ne, hier ist überall in eine Richtung. In eine Richtung wollen wir nicht. Okay, hier ist das Ende der Seite. Ja, ich rede gerade mit meinem Handy und zu mir selber. Kommt vor. Kommt gelegentlich vor. Hä, was ist denn das hier für ein Gebäude an der Seite? Das ist nochmal ein separates Gebäude. Warum ist das nirgendwo auf einem Bild drauf? Warum? Ja, warum? Warum ist das nur nirgends drauf? Oh, okay, das ist relativ simpel. Hätte ich jetzt mir denken können. Egal. Bam, bam, bam. Und dann kommt hier eine Slab drauf. Tada. Und dann ist es wirklich ziemlich einfach. Hm, vielleicht verlege ich das Rohr hier noch ein bisschen nach rechts. Einmal kurz kopiert. Hier drunter gestellt. Slash, slash, copy. Gehen wir mal hier hin. Oder gehen wir hier? Gehen wir hier hin? Ja, hier sieht gut aus. Slash, slash, paste. Also jetzt einfach 2 Blöcke nach rechts versetzt. Oh, nee, das ist too much. Also einmal slash, slash, undo. 1 Block nach rechts versetzt. Slash, slash, paste. Und dann machen wir slash, slash, set, 0. Tada! 1 Block nach rechts versetzt. Jetzt machen wir das wie folgt. Wir gehen hier einen Block nach außen. Einmal so, einmal so. Hier oben kommen dann die Slabs drauf. Tada! Dann machen wir das hier. Oh, wie hoch ist das Ganze? 4,5 Blöcke. 1,
drei Blöcke, vier Blöcke, fünf Blöcke, tada, sind das Ganze hoch, denn hier haben wir keine Fenster drin, das ist irgendwie nur so ein Schuppen oder so, keine Ahnung. Schauen wir mal, wofür wir das benutzen. Das ist auf jeden Fall da, also bauen wir es auch hin. Bam. Und das wäre im Prinzip das Ende vom Haus. Wie sieht das Ganze von vorne aus? Oh, es sieht ziemlich Premium aus. Ich gucke mal kurz auf die Baupläne. Einmal ganz kurz einen Blick auf die Baupläne. Ja, wisst ihr was? Wir machen das tatsächlich noch zwei Blöcke. Wir lassen es so. Wir lassen es so. Hier machen wir erstmal vier Blöcke. Einfach so, damit wir eine grobe Orientierung haben, wie groß das Ganze dann später wird. Und ich glaube, das soll es von Part 1 gewesen sein, soweit. Wir haben auf jeden Fall schon die grobe Idee von dem Haus. Dieser Kasten hier oben wird dann sich nach hinten durchziehen. Hier wird dann Swimmingpool und alles mögliche hinkommen. Das wird auf jeden Fall ziemlich geil. Aber das war erstmal die grobe Idee. Wenn es euch soweit gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen dicken Daumen nach oben. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und ja, wenn ihr neu dazugekommen seid, weil ihr dieses Haus so unglaublich cool findet, wie ich auch, dann schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei. Da freue ich mich auch immer sehr drüber. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, haut da rein.